Was geht ab, Leute? Nerdalert Games sind willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Bahnen wir uns den Weg hier durch und befreien Elizabeth. What the? Hier kommen wir nicht mehr durch. Das Tor ist fest verschlossen. Wie kommen wir jetzt zu dem Luftschiff? Mal sehen, ob ich das Tor von Hand öffnen kann. Ja, ich stelle mich hier vorne hoch. Boah, genau so, und heb das Ding einfach hoch. Ja, das ist tatsächlich geschafft. Jockey, wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Eine dämliche Alternative zu Strom. Scheint nicht sehr gut zu funktionieren. Scheint wohl so. Hey, wen haben wir denn hier? Den Salzautomat. Okay. Dankeschön. Ich fülle die Salze komplett auf. Oh, das ist wirklich praktisch. Moment, mit was wollen wir spielen? Teufelskuss, Killerkrähen. Bleib beim Teufelskuss. Da ist sie, die First Lady. Scheint unterwegs in Stock zu sein. Und sie bringt uns nach Paris? Stehlen kann Konsequenzen haben. Mr. DeWitt. Nenn mich Booker. Oh, okay, Booker. Sollen wir zur Gondel oder wollen wir uns noch ein wenig hier umsehen? An einem Ort wie diesem. Wir sollten nicht klauen. Alles kann Konsequenzen haben. Heiße Hot Dogs! Wir haben Dogs für Boys, Dogs für Girls. Dogs für Girls. Unsere eiskalte kolumbische Eiscreme ist ein kulinarisches Wunder. Cool. Kosten Sie selbst? Ich finde das lustig, wie wir hier mit der Waffe reinlaufen. Keiner sagt was. Absolut genial. Okay. Sie dürfen nicht hinter den Tresen, Sir. Okay, okay. Klauen sollten wir nicht, aber das können wir mitnehmen. Und als ich nach Washington kam, waren dort wenige im Kongress, die meine Vision von Columbia teilten. Es ist aber Last und Aufgabe des Propheten, die Schlechten zum Guten zu bekehren. Denn was bin ich, wenn nicht ein Spiegel, der das Antlitz Gottes reflektiert? Wissen Sie, wieso Sie mich hier... Da ist der Vogel. Die Leute werden wohl was von dir wollen. Unterricht im Schlösserknacken zum Beispiel. Warum Sie? Ich hatte vorher keine Ahnung von dieser Stadt. Ich dachte, Columbia kennt da unten jedes Kind. Ich war wohl nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da niemand wirklich eine Ahnung von Columbia hat. Wir unterbrechen unsere Sendung kurz für ein stilles... Holy shit, Salz. Lockpick? Cool. Salzvoll. Geheimnisse, liebe Herr. Okay, immer noch alles so super, super teuer. Was ist teuer? Wir brauchen einfach mehr Kohle. Mehr Moneten. Hier, gut aufheben. Hier. Okay, dankeschön. Danke. Cool, dann gibt die mir einfach so Geld. Die findet anscheinend ziemlich viele Sachen. Vielleicht geht das gleich auch mit Items. Gar nicht mal so verkehrt. Wer sind Sie, Mr. DeWitt? Ich bin Freiberufler. Hab für die Pinkertons gearbeitet und so. Nichts, was man in seinen Lebenslauf schreibt. Pinkertons? Wurden die nicht engagiert, um die Dinge zu regeln, dass die Arbeit einen Streik traten? Regeln. Ja, so kann man es auch nennen. Hör mal rein. Als kleines Mädchen träumte ich oft, ich stünde in einem Raum und sehe ein Mädchen an, das gleichzeitig ich und nicht ich war. Das da stand und ein anderes Mädchen ansah, das ebenfalls gleichzeitig ich und nicht ich war. Meine Mutter nahm das als Albtraum. Ich nahm es als Beginn meiner Laufbahn als Physikerin. Genau, wir wollen ja hier nichts mitnehmen, ne? Überall ist dieser komische Vogel. Sie haben unseren Verkaufsschlager entdeckt. Die ist total verstört von dem Viech. Okay, bleib da ruhig stehen. Holy shit. Heater Replik stehlen. Okay, stehlen kann Konsequenzen haben. Ich müsste die alle dann hier oben nieten. Nehmen wir das einfach nicht mit. Bleiben wir erst noch gut. Aber was für Konsequenzen könnte das sein? Was? Ich stelle mir gerade vor, Sie auf einem Karussell.
Vielleicht gehen wir mal drauf. Gehen wir drauf! Geht das? Ja. Ich kann mich nur nicht draufsetzen. Jeha. Okay, wir sind uns noch ein bisschen hier oben. Dann checken wir aus. Gibt es eine Frau in Ihrem Leben? Es gab mal eine. Sie starb. Wie? Bei einer Geburt. Oh. Sie haben ein Kind? Nein. Auch nicht schlecht. Wir müssen diese Gondel holen, wenn wir das Luftschiff kriegen wollen. Mit dieser Steuerung kann man sie wohl holen. Dann holen wir die doch einfach mal. Das Ding scheint einzig und allein mit Shock-Jockey zu laufen. War ja klar. Wo zum Teufel kriegen wir das jetzt her? Hier. Erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Ah, das passt ja mal. Okay. Dann mal ab zur Hall of Heroes. Bla bla bla. Wollt ihr zulassen? Ah, wir sehen uns einfach mal ganz grob um. What the hell? Wow! Gehen die einfach so auf mich drauf? Fall euch über den Haufen, ihr Idioten. Hier, viel Spaß. Ey, da duckt er sich. Echt aufpassen, denn die machen nicht gerade wenig Schaden. Alle nochmal schön durchsuchen. Keine Sau! Warum auch immer die meinen jetzt auf einmal mich angreifen zu müssen. Ich werde meine Salze aufspannen. Und! Nett. Okay, die Idioten werden erstmal alle weg. Perfekt. Salze im Himmel. Okay, die Hall of Heroes. Suche Shock-Jockey in der Hall of Heroes. Das haben wir gerade gehört. Egal. Als kleines Mädchen träumte ich oft, ich stünde in einem Raum und sehe ein Mädchen an, das gleichzeitig ich und nicht ich war. Das da stand und ein anderes Mädchen ansah, das ebenfalls gleichzeitig ich und nicht ich war. Meine Mutter nahm das als Albtraum. Ich nahm es als Beginn meiner Laufbahn als Physikerin. So sieht's aus. Schön für dich. Wo könnte die scheiß Hall of Heroes sein? Ah, Hall of Heroes. Oh. Das müsste dieses riesige Gebäude hier sein. Suchen wir mal einen Eingang. Das sieht doch ganz gut aus da an der Seite. Bin wahrscheinlich vorbeigelaufen vorhin. What the hell, verschlossen? Das ist nicht gut. Oder vielleicht ist das einfach nur Werbung für die Hall of Heroes. Kann auch sein. Hey, da oben ist ein Haken. Hier. Ist ja gut. Okay, wo gehen wir weiter? Hier können wir uns gar nicht einhaken. Vielleicht sollen wir erstmal da hochgehen. Jetzt vielleicht? Hier unten. Nee, nicht wirklich. Wo zum Teufel könnte die scheiß Hall of Heroes sein? Ich geh mal hier hin. Laufen wir quasi auch wieder zurück. Wir müssen einfach nur ein bisschen mehr erforschen. Dass es hier nicht offen ist. Hier steht auch Hotel ist das. Da hinten ging es auch nirgendwo weiter. Aha. Hall of Heroes. Ah, hier sind wir auch schon. Bis auf Weiteres geschlossen. Dann müssen wir nicht Schlange stehen.
Na, so sieht's aus. Checken wir die Hall of Heroes. Gerade standen da, meine ich, Kisten vor. Deshalb habe ich nicht gedacht, dass das hier unbedingt stehen würde. Oh, shit. Zum Teufel. Nicht wieder der bekackte Vogel. Ah, nein, nein, geht schon. Ich muss das Ding wieder zum Laufen kriegen. Dann mal los. Ich hasse diese Viecher. Oh Mann, dann erschlag sie. Nein, sie sticht mich. Elizabeth. Ich habe eine bessere Idee. Was wird das? Öffne einen Riss. Wow. Was ist das? Das ist ein Riss. In meinem Turm habe ich ständig welche geöffnet. Was ist ein Riss? Sowas wie ein Fenster. Ein Fenster zu einer anderen Welt. Meistens sind diese Welten stinklangweilig. Ein andersfarbiges Handtuch oder Tee statt Kaffee. Aber manchmal sehe ich was Tolles. Und das ziehe ich dann raus. Hier. Grundgütiger. Du hast da wohl nicht zufällig ein Luftschiff da drin? Ich glaube nicht. Aber da... Aber schleunigst du raus. Da ist etwas, das ich... Oh nein! Schließ sie. Ich versuch's ja! Schließ sie! Boah, war das knapp. Ich weiß ja nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber mir kam's vor wie der kürzeste Weg in den Tod. Aber ich könnte helfen. Ich komme sehr gut allein zurecht. Glaub mir. Bitte, ganz wie Sie meinen. Das ist schon krass, wenn der Vogel die kriegt. Haben wir ziemlich verschissen. Okay, sehen wir uns die Darbietung an. Im Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie ein Eden stehen dort im Dunst. Von der Welt verleugnet, doch mit des Himmels Gunst. Ah, ja. Da haben wir noch so ein Ding. Checken immer die Umgebung. Wer weiß, was sie hier versteckt haben. Idee. Gucken, was das bringt. Hell, warum kriegen alle Panik? Werden wir angegriffen? Nicht wirklich. Schade. Hätte ich ja einen neuen Weg öffnen können oder so. Dient wahrscheinlich nur der Verteidigung. Wir sind tatsächlich im Kampf. Okay, jetzt nicht mehr. Du musst ein Schloss knacken. Sieht einfach aus. Dann hau mal rein. Gut verstecktes Salz. Fertig. Was könnten wir denn im Raum haben? Wow! Erstmal ein Geschütz, was mich töten will. What the hell? Dämliches Geschütz. Hat mir so viel Salz gekostet, weil ich einmal nicht getroffen habe. Ich war 40 Jahre lang Soldat. Und jedes heidnische Land, in dem ich war, hat seitdem weniger Einwohner. Ich habe nie einen bestimmten Gegner gehasst. Bis jetzt, Comstock. Er stellt meine Kämpfe als Mummenschanz dar und geriert sich selbst als strahlender Held. Ich habe ihn damit konfrontiert und er degradierte mich. Dieser Mann hat niemals die brutale Fratze des Krieges gesehen. Bis jetzt. Holy fucking shit. Boah. 5 Lockpicks. Fuck, ich hab nur noch 2. Apfel nehmen wir noch mit. Schade. Ich hätte den Safe gerne geknackt, ohne Mist. Okay, wir haben jetzt hier einen Karabiner. Aber mal ohne Mist. Ich finde die Kombination, die ich gerade hatte, 10.000 Mal besser aus Maschinenpistole. Oder Maschinengewehr. Und natürlich Shotgun. Ja, gib her. Okay, hier. Brav. Das ist sogar ziemlich viel, was die immer findet. Nehmen wir mit. Wieder was Schickes Neues. Guten Durst.
Press to launch your enemies into the air. Hold and release to create an eruptive trap.